Im Schreiben der Versammlungsbehörde heißt es, Mensch wolle einen Belagerungszustand vor dem Haus eines gewissen Neonazis, dessen Namen wir hier nicht nennen dürfen, aus Personenschutzgründen, im Komponistenviertel vermeiden. Das Nennen des Namens ist untersagt, das Nennen der Adresse sowie das Nennen der politischen Aktivitäten. Was hier abverlangt wird, ist Folgendes. Neonazis dürfen nicht mehr als solche benannt werden. Was vom Staat her gewünscht ist, ist ein allgemeiner Protest mit bloßer Symbolwirkung. Ja, wir würden jetzt auch gleichzeitig ein paar unserer handgemachten Demonstrations-Merchandise-Artikel präsentieren. Maren, Gilsnert, Moment. Entweder kniet ihr nieder oder wir halten es hoch. Kniet nieder! Also wie gesagt, dieses wirklich von Kinderhand gefertigte Schild. Nein, es waren wirklich Jugendliche, die das gemacht haben. Das ist jetzt gealterte Jugendliche. Könnt ihr da vorne kostenfrei mitnehmen? Ja, wir haben hier noch ein Grußwort. Passend zum Tatort Kurdistan Jam. Abdullah Öcalan hat für die Demonstration heute ein Grußwort geschrieben. Es ist relativ knapp, aber prägnant. Er schreibt Folgendes. Liebe Genossinnen, liebe Völker Weißen Sees, Prenzlauer Bergs und Pankows. Unser stolzes kurdisches Volk kämpft seit mehr als 300 Millionen Jahren um Befreiung gegen die faschistischen türkischen Okkupanten. Wir haben mit Freude gesehen, wie sich kurdische und deutsche Antifaschisten vor 2-3 Jahren in Kreuzberg und Neukölln gegen die MHP und andere Bosskurt-Arschlöcherinnen gewehrt haben. Wir grüßen euch heute hier, weil der Kampf gegen Faschisten in Deutschland genauso eine Sache einer internationalen Bewegung sein muss, wie der Kampf gegen das faschistische türkische Militär, das unser stolzes Volk seit Jahren unterdrückt hält. Deswegen wünschen wir euch viel Kraft im Kampf gegen den Unaussprechlichen und seine Rasselbande. Bereits jetzt sind an den Grenzen Kurdistans mehrere Kinnkolonnen aufgefahren. In den türkischen Militärcamps hat Steve Henning, Führer der Freien Nationalisten Berlin-Mitte, angefangen, aus seinem Kinn eine neue Rasse zu züchten, die in ungefähr 2 bis 3 Jahren, wenn wir die FN-Mitte nicht stoppen, eine Übermacht entwickeln wird. Ein Überkinn. Bis jetzt, liebe Genossinnen in Deutschland, hattet ihr Glück, dass eine Kreuzung aus Michael Schumacher und Steve Henning nicht gelungen ist. Die Freien Nationalisten-Mitte hätten schon längst gesiegt. Wir alle müssten auf einmal nationalen Widerstand mit TZ schreiben. Müssten jeden Gang auf Klo oder zum Grillen auf unseren Blog stellen. Es ist ein Kampf, meine Freunde, jeden Tag auf den Straßen. Ein Kampf jeden Tag und es häufen sich die Fragen. Ein Kampf jeden Tag, dass der Kragen nicht klappt. Doch man darf ihn nicht vergessen. Für Vater Hass, Kraft für meine Brüder in tagtäglichen Kämpfen. Sind zu stolz für Verlierer, um die Köpfe zu senken. Kraft für meine Brüder in tagtäglichen Kämpfen. Sind zu stolz für Verlierer, um die Köpfe zu senken. Das ist ein Kampf, mein Freund, das ist kein Witz. Du fühlst dich da draußen, als wenn du einen sitzt. Dein Kopf ist gefickt und da ist nur noch Stress. Ich kenn das, mein Freund, aber auch wie man's lässt. Ein Kampf, meine Freunde, jeden Tag auf den Straßen. Ein Kampf jeden Tag und es häufen sich die Fragen. Ein Kampf jeden Tag, dass der Kragen nicht platzt. Doch man darf ihn nicht vergessen, gefahrter Hass. Während sich die Neonazi-Gruppe und ihr Anhang mit den Schmierereien im Komponistenviertel lediglich im Propagieren ihrer Inhalte übte, so ging es ihnen bei ihren Ausflügen zum Kultur- und Bildungszentrum Kubitz und zur Bunten Kuh vor allem darum, Menschen direkt einzuschüchtern und gegebenenfalls zu verletzen. Vom 9. auf den 10. Juli stoppte die Polizei 8 Aktivisten der FN-Mitte, die sich erneut auf dem Weg zum Geländekomplex befanden. Laut Aussage der Beamten führte die Gruppe neben Propagandamaterial auch Teleskopschlagstöcke, Messer sowie Pfefferspray mit sich. Nur eine Woche später ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli eine ähnliche Situation. Eine dreiköpfige Gruppe Neonazis ging mit Schlagring und Holzplatten bewaffnet auf das Gelände des Jugendclubs Bunte Kuh, der sich ebenfalls auf dem Gelände des Kubitz befindet, mit dem offensichtlichen Ziel, Nutzerinnen der Bunten Kuh anzugreifen.
ein Besucher des Hauses gelang es, sie zu stellen und zu vertreiben. Anschließend hat keiner was getan und niemand was gesehen. Nur im Internet wird sich damit gerühmt. Anwohner fühlen sich dann durch den Radon belästigt und schulden die Schuld eher auf die Kultureinrichtungen und deren Besucher, anstatt sich klar gegen Neonazis zu stellen. Kein besonders guter Ansatz für ein nachbarschaftliches Verhältnis. Als in Chemnitz das Rudel Verwundter die Party überfiel, klatschen die Anwohner sogar Beifall. Warum sterben immer mehr Tiere und Pflanzen? Währenddessen wir auf Partys, welche durchtanzen. Warum haben die einen Kohle, um da was anzugehen? Doch stattdessen ziehen sie es lieber in Aktien anlegen. Warum kann diese Mutter ihre Kinder nicht ernähren? Obwohl der Staat ihr Hartz IV gewährt. Warum können reiche Kinder sehr schnell lernen? Weil es ihnen nichts mangelt und sie wollen es auch gern. Warum gibt Soldaten und Waffen? Den einen sollte man verzeihen, die anderen Schmelzofen packen. Warum riskieren die Armen für die Reichen ihre Backen? Die Reichen essen Roastbeef und Schmidtchen Meier ist nacken. Und warum zerstören junge Menschen ihr Leben durch Drogen? Weil sie an nichts mehr glauben, die Gesellschaft ist verlogen. Und warum ist die Wissenschaft auf dem neuesten Stand? Dabei kann sich's keiner leisten, verbessert das Wasser und Land. Alle sind auf mit dem Höhenflug, sie sagen, so ist das du. Doch ich frag mich, bist das du? Wann ist es genug? Denn ich glaub, ist es für die Menschen nicht gut. Jetzt kommen wir zu etwas Gewalttätigem. Wir werden den Auflagenbescheid verlesen. Eine Sache, vor der viele Demonstrationsteilnehmerinnen immer Angst haben. Im Umfeld der Wohnanschrift von Personen mit vermeintlich rechter Gesinnung dürfen aus dem Ausdruck heraus keine Äußerungen getätigt werden, die in irgendeinem direkten Zusammenhang mit den Personen stehen. Insbesondere das öffentliche Bekanntmachen der Privatadressen hat zu unterbleiben. Transparente dürfen nur in einer Art und Weise genutzt werden, die ausschließlich der Meinungsgrundlage dient. Sie dürfen weder durch spezielle Lachenkonstruktionen versteift, noch durch Seile, besonders reißfeste Schnüre oder Drähte verstärkt und nicht untereinander verbunden werden. Als verbunden gelten Transparente, wenn sie direkt miteinander verknüpft oder an der Nahtstelle durch lediglich eine Person gehalten werden. Des Weiteren müssen Transparente so gehalten werden, dass sie den Gewichtsbereich der Träger und sich dahinter direkt aufhörende Person nicht verdecken. Das Mitführen von Glasflaschen oder anderen Glasverhältnissen sowie Dosen wird nicht erlaubt. Das ausgeschüttete Fahrzeug und Vollbereich und Freifahrt sind näher als die Motoren abgestellt. Vorstandsmitglied des Vereins und wir haben natürlich irgendwie gesagt, okay, wir lassen dieses Thema raus, einfach aus dem Grund, weil auf dem Blumenfest aufgrund einer Transformation von einem Sauf- und Losbudenfest in ein Nachbarschaftsfest viele Initiativen dort sein werden, die einfach der bunten Kuh und dem Kubitz auch wohlgesonnen sind, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Auch die CDU Weißensee hat ihre Musikwünsche heute eingereicht. Viel Spaß mit diesem Musikwunsch von Dirk Stettner. Eine kleine Entschuldigung für die Hutmütze.
Es reicht! Applaus für euch selbst!